Nummer 1. So. Nein, das nicht. Ach Leute, ihr immer mit euren... ja. Ja, unbedingt sogar. Also, ich habe so ein paar, zum Beispiel, du hast keine Minimap. Ich könnte ohne Minimap nicht spielen. Also, Mods gibt es da wirklich einige, ohne die ich gar nicht spielen möchte. Diverse Kartenmodifikationen, dass man Sachen leichter findet. Es geht ohne, aber ich muss sagen, also auf eine Karte möchte ich nicht verzichten. Also auf eine Minimap. So. So. Ich habe mit Hunterin auf dem Rückweg ins Lager eine Wette abgeschlossen. Habt ihr die Runen gefunden? Genau, jawohl. Der Merr schuldet mir 5 Goldstücke. Das war gute Arbeit. Einen Augenblick noch und dann setze ich den Schlüssel zusammen. Okay. Ich hoffe es. Und wenn nicht, es bringt im Augenblick nichts, sich den Kopf darüber zu zerbrechen. Lass uns reingehen. Wird nicht lang dauern. So. Also, ja. Ich muss ganz so, erledigt. Kurz mal schauen. Los geht's. Okay. Ja, ich habe so ein Ding, das nennt sich, glaube ich, Advanced UI. Das ist aber schon sehr veraltet. Da muss man unter Umständen, obwohl, nee, die haben eine neue Variante rausgebracht. Seitdem funktioniert es wieder ganz gut. Und das hat mir also sehr stark geholfen. Da ist also einiges dabei, was richtig, richtig gut ist. Suchen wir jetzt die anderen. Hm. Meldiel, Auriel sei Dank, er lebt noch. Ich wollte ihn aufhalten, aber ich konnte es nicht. Gesehen? Ich konnte ihnen nicht helfen. Ihn aufhalten, wen? Urikanda, er ist hier. Er hat die anderen gefangen. Er benutzt ihre Seelen, um das Tor zu öffnen. Ihr müsst ihn aufhalten. Was für ein Tor redet ihr da? Das Tor führt auf eine Scherbe in Aetherius. Okay, da darf ich hin. Ohne die Rituale zum Binden der Seelen wird das Tor sich schließen. Wie kann ich das Tor zerstören? Nehmt mein Amulett. Hm. Es sollte euch Aetherius sehen und Einfluss darauf nehmen lassen. Ihr müsst eine Entscheidung treffen. Kappt die Verbindungen oder tötet die Schüler. Achtet aber bloß auf die Dürster. Was sind Dürster? Die vorhandenen Überlagerungen mit Aetherius haben es mächtigen Geistern erlaubt, in den Unterbau vorzudringen. Sie sind der eigentliche Grund, der uns hierher geführt hat. Seid vorsichtig. Wenn einer von ihnen euch packt, könntet ihr auch dort hineingezogen werden. Okay. Und dann du. Ich werde mich um Meldiel kümmern. Wir werden das Zimmer direkt hinter mir nehmen. Dort sollten wir sicherer sein. Darf ich noch schnell was fragen? Natürlich, aber fragt schnell. Wer ist das? Das ist ein Name, den wir alle versuchen zu vergessen. Urikanta steht mir... stand... mir sehr nah. Mhm. Telengea hat ihn aus der Gilde ausgestoßen und ihm verboten, jemals wieder Magie zu wirken. Linkskanzlei schreiben, aber ich habe das, also ich mache das alles über Minion.
Minion geschrieben. Das ist ein Programm und das ist ideal zur Verwaltung von Add-ons. Und ich sagte gerade mal, wie dieser eine heißt. Kleinen Moment, ich mache nämlich Minion gerade auf. AUI, also groß geschrieben, AUI, Bindestrich Advanced UI. Genau. Nee, Link habe ich im Moment nicht, aber wenn du Mods und oder ESO-Mods und Minion, also wie die gelben Viecher aus einfach unverbesserlich, dann genau, findest du auf jeden Fall da. Warte, lass mich mal gucken. Ich kann ja gerade mal gucken. Minion. ESO. So, ich such's gerade mal raus. Na. Da war's nicht. Ich so ohne weiteres jetzt einen Link schicken kann. Ich dürfte es doch, glaube ich, machen. Genau. So, da ist das neueste Minion zu finden. So. Er wollte nie begreifen, dass Macht ihre Grenzen braucht. Dass man nicht jeden Preis dafür bezahlen darf. Hier könnt ihr sehen, wozu er fähig ist, um auch nur einen kleinen Vorgeschmack auf wahre Macht zu erlangen. Und dieses esoui.com ist auch, wie soll ich sagen, eine Seite rund um Mods. Das heißt, also über diese Seite findest du im Prinzip alles. Du kannst auch gucken, was da zu empfehlen ist. Ja. Wie viel Zeit habt ihr mitgebracht? Entschuldigt, das ist nicht der richtige Ort für eine langwierige Unterhaltung über Metaphysik. Vielleicht reicht es aus, wenn ich euch sage, dass Aetherius das Geisterreich ist, das Land der Toten. Ja, ich darf dahin. Ja, genau. Ihr sprach auch von einer Scherbe. Ohne zusätzliche Informationen kann ich nur Vermutungen anstellen. Aber der Einsatz des Malarimora könnte einen Teil der Geisterwelt aus Aetherius herausgebrochen haben, wenn ein Magier Zugang zu einem solchen Ort hätte. Die damit verbundene Macht. Das klingt nach Urikanta. Okay, super. So, dann versuchen wir das mal noch zu lösen. Und danach mache ich auch tatsächlich Schluss. Aber meine Katze sitzt schon vor der Tür und jammert, weil sie nicht rein darf. Ah, das ist... Zu Aetherius mit euch. Oh. Ah ja, das sollten wir also umgehen. Dürste also nicht. Hallo? Wie komme ich wieder raus? Na? Habe ich kurz nicht aufgepasst. Das macht, wenn du Minion installierst, ist ein Programm, da kannst du praktisch nach den Mods suchen. Das ist also komplett, sucht erstmal deine Elder Scrolls Installation und macht das alles automatisch. Das macht sehr, sehr gut. Du brauchst also gar keine richtige Ahnung von der ganzen Sache zu haben. So, und jetzt einmal nochmal konzentriert. Ohne. Aha, wie komme ich jetzt hier vorbei? Gehst du bitte mal weg? Hallo?
Och nee, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf, ehrlich gesagt. So. Nein, mit Disminion brauchst du nur, um die Sachen zu installieren und um sie danach, da sind sie installiert, fertig. Und dann brauchst du es eigentlich nur noch, um nach Updates zu suchen. Das heißt, du startest Minion einmal, lädst die Mods runter, die du haben willst, installierst die darüber, was alles automatisch geht. Und dann kannst du es ausmachen, das musst du nicht währenddessen laufen lassen. Das ist also wirklich nur eine Verwaltung. Aha, Nummer 1. Bitte, mach, dass es aufhört. Meinen Dank. Dieser Zauber wird euch vor den Geistern verhüllen. So. So. Es brennt! Es brennt! Es verbrennt mich! Es brennt! Okay. Helft mir! Ich halte es nicht mehr aus! Dieser Zauber wird euch dabei helfen, an den Geistern vorbeizukommen. Mögen die Sterne euch lenken. Ein kleiner Zauber, um euch unterwegs zu helfen. Ja, danke schön. Die Katze bricht gleich die Tür auf. Beim Lichte Aureels, ihr seid von der Fee. Ach Gott, Hilfe, es geht noch weiter. So. Ah, Telingas neuestes Bauernopfer. Mhm. Der alte Meer und ich haben das Spiel jetzt eine Zeit lang gespielt. Es ist so traurig, dass eine andere Seele zwischen uns gefangen ist.
Okay, ich bin wegen des Malarimora hier. Natürlich seid ihr das. Er kann mich unmöglich gehen lassen. Er kann mir unmöglich einen Erfolg zugestehen. Doch das spielt alles keine Rolle mehr. Sobald ihr tot und vergessen seid, werde ich neue Gefäße finden. Ich werde ihnen die Kraft entziehen, die ich brauche. Ich habe mich vor zu sterben. Und dabei wollte ich nicht einmal hier sein. Ich hatte vor, den Platz des alten Meer einzunehmen und die Lebensbindung an Andevin vorzunehmen. Und jetzt schaut mich doch nur an. Dies ist meine letzte Gelegenheit, ein Vermächtnis zu hinterlassen. Eine Scharde von Aetherius in meinen Besitz zu bringen und über sie zu herrschen. Gib her. Ich würde es nicht anders wollen. Kommt, lasst uns sehen, wer von uns am Leben bleiben wird, um diese Geschichte zu erzählen. Gut. Ja. Ja, komm her. So, kleinen Moment mal gerade. Oh je, ich muss kurz mal die Katze reinlassen. So, der arme Karl weint. So, ja. So, wir beenden gerade mal noch dieses eine Ding. Und dann bin ich raus, weil es wird nach mir verlangt. So. Da ist er und dann machen wir die jetzt auch platt. Und dann war es das auch für heute. Ich habe das Malarimora gefunden. Die Geheimnisse von Aetherius sind mein. Ausschwärmen! Ach Quatsch, sterben. So. Das wäre geschafft. Dann auch schnell hier rum. Darum durch. Ihr seid zurückgekehrt. Ich traue mich kaum zu fragen, aber was für Neuigkeiten gibt es? Urikanta ist tot und ich habe das Malarimora. Bemerkenswert. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken, aber ihr habt es geschafft. Und Urikanta bleibt bis zum bitteren Ende eine Enttäuschung. Was für eine Verschwendung. Ja, ich bin froh, dass ich hier war, um zu helfen. Es bleibt nur noch, sich um die Verwundeten zu kümmern. Und unsere Forschungen fortzusetzen. Da das Mora nun in unserem Besitz und Urikanta tot ist, wird in Etzduin bald Frieden herrschen. Dafür werde ich sorgen. Wunderschön. So. Dann sag ich mal für heute gute Nacht. Das waren jetzt knappe 5 Stunden. Das ist wirklich lang. So, wenn ihr noch ein bisschen weiter zockt zusammen, freut mich das sehr. Aber ich kann jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt raus. Beende jetzt mal die Aufnahme. Und dann auch gleich noch den Stream. So.